Ja, hallihallo, hier ist Rosemarie Engel und ich wollte euch mal zeigen, was mit meinem Garten passiert ist. Und wie man sieht, fühlt sich mein Kater wohl. Der findet das total klasse, die weiche Erde. Also hier waren ja die Erdbeerreihen. Ja, und ich habe auch eben die Kräuterwanderung gemacht und habe ich ganz vergessen die Nachtkerze, die ja bei mir jetzt tatsächlich angegangen ist. Ich bin so glücklich, ich hatte die ja da gerettet auf dem Weg, da wo die das alles abgemäht hatten. Und bin total happy, dass die angegangen ist. Und die hat sogar drei Blüten. Ja, mein Hokkaido, der will noch nicht so, aber ich sehe gerade, der hat jetzt auch Blüten. Vielleicht wächst der nicht so wie der andere. Hier ist umgewälzt worden. Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber halt so tief, dass tatsächlich so das Unkraut weggegangen ist, kaputt gegangen ist. Ich habe hier Endivien. Da vorne die Ecke, die ist halt so ein bisschen. Hier entstehen jetzt die Erdbeerreihen. Die Erdbeerblätter kann man auch gut als Tee trinken. Ja. Mein Wein wächst. Wobei der nochmal, das wird nochmal verändert, weil, ja, ich weiß nicht, ob das Ärger gibt im Nachbar, weil er halt am Zaun wächst. Und dem will ich dann vorbeugen, deswegen gibt es da nochmal was anderes. Ja, also das ist hier alles umgemacht, wie man sieht. Die Paprika sitzen draußen. Heute habe ich hier mal ein bisschen Luft gemacht. Also das, was da hinten grün oben drauf liegt auf dem Kompost, das war alles vor dem Gewächshaus. Ja, hier, das ist auch noch vom Vorgewächshaus. Ja. Die Platten sind raus, die haben da gelegen. Also wie hier auch. Platte, Wiese, Platte. Also fand ich jetzt irgendwie total unnütz, deswegen habe ich die rausgemacht, eine große Fläche. Hier ist Gras angesät, eingearbeitet. Und da hinten bei dem Johanniskraut, was ich auch nicht in der Kräuterwanderung mit einbezogen habe, da ist Bienenmischung. Ja, aber man müsste denken, es ist schon eigentlich genug. Es hat hier Luft gegeben. Krass, oder? Ich kam ja hier gerade durch, so dass ich da überhaupt noch ans Wasser kam. Und jetzt ist hier auch alles frei. Also hier der Haufen und da hinten der Haufen, der schon fast ver. Ne, da, wo der Stuhl steht. Das ist so die Reste von dem, was hier gewachsen ist. Ja, und so ist jetzt der Steg frei. Ne, also ist schon echt viel passiert. Und ich freue mich total und habe ja auch gesehen, ich habe einen Holunder. Und den werde ich auch so ein bisschen gucken. Also hier hinten kommen meine Obstbäume von zu Hause hin, die da einfach sich ausgesät haben. Und wahrscheinlich fange ich da dann auch an, die da hinzusetzen. Und dann kann ich dann auch hier meinen Holunder dann mit pflegen. Ja. Das war's eigentlich hier nochmal von der Sicht. Also man sieht, es hat echt viel Platz gegeben, Luft und ja, wir haben echt viel gearbeitet die letzten 2 Tage. Ich bin total begeistert. Ich bin echt froh. Auch hier hinten die Ecke, die sah ja auch schlimm aus, ne? Ich bin echt froh, dass ich da so Hilfe habe. Weil ich habe ja die Geräte gar nicht. Ne? Ja, und da sind schon mal die Pfähle für den Wein, weil es soll nicht bei dem einen Wein bleiben. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, da wird was sich verändern. Im Gewächshaus ist es immer noch dasselbe. Den Chili hatte ich ausgesät,
Aber das ist also der, da gibt, muss ich auch noch was verändern. Hier ist Ladies Loch. Die hat sich da das Loch ausgesucht und da haben wir es auch ihr gelassen. Da unten stehen meine Chili-Pflanzen. Ja, und die wachsen auch schön jetzt. Denen gefällt das da besser. Ja, ansonsten, ja, und hier ist meine Wassermelone. Da freue ich mich total drauf. Und ich bin begeistert, dass das überhaupt funktioniert. Da ist noch eine. Und irgendwo war noch eine. Ich sehe sie nicht mehr. Ist sie schwer geworden? Die ist nach unten gegangen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht, wo die andere ist. Ach, hier ist noch eine. Und da hinten ist noch eine. Ich muss mal gucken, ob die runtergefallen ist. Nee, die hängt noch. Okay. Aber hier, so sieht eine verfaulte aus. Okay. Ja. Man kann nicht alles zur Ernte bringen. Ne? Das habe ich hier gelernt. Die ist dem Gurken war es zu nass. Aber sie blühen und man sieht hier, die Gurken wachsen. Also muss ich dann mal gucken, wie viel ich habe, ob es ein Glas gibt. Und dann tue ich sie dann gleich ernten. Ja, das ist auch noch irgendwie was. Ich weiß nur nicht was. Also irgendwie habe ich den Verdacht, dass es nur Kartoffel ist. Aber ich weiß es nicht. So, jetzt mal Feierabend und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.